Guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Sudden Strike 4. Wir werden die Desert War Kampagne, die haben wir ja schon angefangen, die erste Mission der Deutschen, ne? Die werden wir dann jetzt dann mal zu Ende spielen. Wir sollen ja jetzt noch Sidi Barrani einnehmen. Ich hoffe mal, das schaffen wir jetzt, weil wir haben jetzt bis dahin schon ein paar Einheiten verloren, aber das war nur Infanterie. Wir haben ja jetzt dann die Panzer hier zugekommen. So, dann müssen wir jetzt die mal einnehmen. Und bestimmt müssen wir es dann noch halten. Weil wenn wir es jetzt nur einnehmen müssten, ich glaube, dann wäre das keine großartige Mission, was jetzt in die Länge geht. Also ich hoffe mal wirklich einnehmen und dass wir es dann nur verteidigen müssen. So, laut hin. So, hier sind unsere Einheiten jetzt momentan. Die, was wir zur Verfügung haben, schaut, dass diese Panzer nicht repariert worden sind. Ich kann jetzt wirklich gar nicht sagen, ob das... Ah, Reparaturfahrzeug, wir haben eins. Dann können wir den noch gleich reparieren hier. Besatzungsmitglied. Affirmativo. Haben wir noch ein Besatzungsmitglied? MG-Schütze, Besatzungsmitglied. Ja, wir bräuchten aber auf jeden Fall mehr Besatzungsmitglieder. Batteria pronta. Ja. Schön reparieren. Ordini in marcia. MG-Schütze, Sanitäter. Also ich. Serve assistenza medica. Wir tun jetzt die Sanitäter mal extra. Medico a rapporto. Equipaggiamento medico pronto all'uso. Grenadier. Die tun wir jetzt wirklich mal extra. Equipaggiamento medico pronto all'uso. So, den machen wir nämlich gleich auf Platz 1. Siamo pronti, signore. So, jetzt haben wir die zwei Panzer auch dafür. Veicolo operativo. Panzer machen wir hier. Siamo pronti, signore. Jetzt machen wir die Panzer nochmal alle in ein Feld hier oben. Die machen wir auf die 2. Die Sanitäter machen wir extra noch. Hier haben wir die Flugabwehr. Die machen wir jetzt auf die 3. Das Reparaturfahrzeug machen wir auf die 4. Ordini. Das hier unten ist die 5. Ja, die 6 haben wir doch jetzt gar nicht mehr, die haben wir doch aufgelöst. So, auf jeden Fall, wir müssen jetzt hier vor. Da werden wir unsere Panzer auf jeden Fall erstmal ein Stück vorfahren lassen. Die Infanterie ziehen wir hier hin. Reparatur und Sanitäter gleich mal hierher. So, wo ist der Gegner? Pronto all'attacco. Affermativo. Ordini? Sì. Siamo pronti, signore. Wo ist der Gegner? Der hat bestimmt mit Geschützen hier das alles sich verbunkert hier drin. Ah, was ist hier? Panzer, ha? Das war ein schöner Abpraller. Komm, komm, komm. Ah, hier haben wir die Panzer. Komm, Infanterie, ihr geht hier durch die Häuser. Ah, der Panzer ist schon sehr angeschlagen. Komm, du mal bitte zurück. Ihr geht mal hier durch die Häuser. Komm, komm, komm. Umfangreiche britische Verstärkung nähert sich von Nordosten. Ah, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Gibt es hier Geschütze zum... Ne, keine Geschütze, die man hier dazu nehmen kann. So, grabt euch einmal alles schön ein.
Die Flak lassen wir jetzt mal lieber hier stehen. Eine Infanterie. Oh, 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 oh. Die kriegen jetzt so schön drauf. Komm, wo ist denn das Geschütz? Fahren wir schnell nach vorne hier. Ah, den Panzer kann man gar nicht mehr reparieren lassen. Warum? Komm her, abhängen. Ziel abgeschlossen, ja. Zu einem Erfolg. Ich wusste, dass sie zu den Besten gehören. Glückwunsch zu ihrer Leistung. Also das war jetzt dann wirklich die ganze Mission, den kleinen Angriff hier zurückhalten. Ja, das war die ganze Mission. Wir haben leider nur 2 Sterne. Zerstören seinen Panzer mit Granaten. Ja, aber 2 Sterne, sage ich, ist immer noch besser wie 1 Stern. Die Flugzeuge haben wir ja nicht eingesetzt. Was war jetzt alles hier die Erklärung noch zu dem Spiel? Keine Flugzeuge, achso, und keine Verstärkung holen. Das haben wir ja auch nicht gemacht. Ich denke mal bestimmt, weil wir zu viele Einheiten verloren haben, haben wir 1/3 Sterne dazu bekommen. Ich hoffe, dass die anderen 2 Missionen mal ein bisschen größer werden. Also wie gesagt, die erste Mission war nicht groß. Überhaupt nicht. Man musste jetzt nur von hier unten sein Tanklaster hier rüberbringen. Also nur den Weg. Hat jetzt mal ein paar Angriffe hier vom Gegner abwehren müssen. Und dann von hier oben hier rüberziehen. Also war keine großartige Mission. Ich hoffe wirklich, dass die anderen besser werden. Was ist denn die nächste überhaupt? Starten wir gleich mit der nächsten oder können wir erst nochmal auf die... September 1940. Nach einem Sommer voller Fehlstarts kommt die Kampfkraft der 10. italienischen Armee endlich zum Einsatz. Vor einer Woche überquerten unsere motorisierten Divisionen den Halfire Pass. Über uns alles voller Flugzeuge unserer Regia Aeronautica. Die Briten taten alles, um uns aufzuhalten. Aber sie sind uns zahlenmäßig weit unterlegen. Auf alle unsere Angriffe reagierten sie mit Rückzug, sodass uns große Flächen an Wüstengebiet zufielen. Gestern endlich rückten wir auf unser Hauptziel zu. Das Stadtgebiet von Sidi Barrani, einem wichtigen Bereitstellungsraum für die bevorstehende Kampagne. Unsere Fortschritte gefährden jedoch unsere Versorgung. Die Panzer der Gruppe Kari sind kurz vor dem Ziel mit leeren Tanks zum Stehen gekommen. Ich erhielt den Auftrag, den Laster mit dem unverzichtbaren Treibstoff zu eskortieren, damit unsere Panzer wieder Fahrt aufnehmen können. Meine Männer haben den Laster meisterhaft verteidigt. Ihre Tapferkeit war vorbildlich. Nach Betankung der Panzer konnten wir mit Unterstützung der Panzergruppe den britischen Widerstand zerschmettern. Unseren Panzerkräften gebührt höchstes Lob. Sie ließen sich von General Rommel inspirieren und dominierten das Schlachtfeld dank ihrer Panzerkraft, sodass die Briten keine Chance hatten. Als das Schlachtfeld gesichert war, konnten wir diesen abgelegenen Wüstenort nun als Stützpunkt für Soldaten und Material nutzen. Wir haben Befehl erhalten, großflächig Befestigungen zu errichten. Auf dem Marktplatz der Stadt wimmelt es vor Soldaten mit Spitzhacken, Spaten und Zementsäcken. Dank ihrer Bemühungen werden wir diesen Ort gegen die britischen Rückeroberungsversuche verteidigen. Belagerung von Tobruk. Ja. Die zweite Mission werden wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge spielen. Wir haben jetzt, wie gesagt, die erste abgeschlossen. Irgendwann wird auch dann Winterstorm-Kampagne noch kommen und Road to Dünkirchen habe ich ja alles. Die Hauptkampagnen werden wir natürlich auch spielen. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die Desert War-Kampagne beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht es gut, bis bald. Tschüss.